Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, das ist ja das erste Video 2021 und deswegen möchte ich euch einfach mal ein frohes neues Jahr wünschen. Viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten. Und ja, das wollte ich zuerst mal noch gesagt haben. Es steht heute auf jeden Fall die Bundesliga-Prognose wieder auf dem Programm. Wir schauen uns die Spiele Union Wolfsburg und Bielefeld-Hertha genauer an, wo wir auch zwei Wetten platziert haben. Außerdem gibt es in der Telegram-Gruppe noch zwei Risikotipps, und zwar einmal eine 25er-Quote und einmal eine 20er-Quote. Natürlich auch nur mit geringem Einsatz. Also schaut da auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbei, um diese Wetten nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Analysen rein. Und zwar das erste Spiel ist Union gegen Wolfsburg, wo wir uns genauer anschauen werden. Zu dem Spiel bei Wolfsburg sind soweit alle wieder fit. Alle Corona-Ausfälle können wieder spielen. Jedoch fallen bei Union wahrscheinlich Kruse und Gentner wieder aus und haben noch ein paar andere Ausfälle. Das ist auf jeden Fall gut für unsere Wette. Und zwar, Union spielt zwar für ihre Verhältnisse richtig stark, aber wir denken, dass, wenn ein Team wie Wolfsburg kommt, dass sich das auf jeden Fall durchsetzen wird, die Qualität von Wolfsburg. Sie haben zwar zuletzt 2 zu 0 gegen Dortmund verloren, haben dort aber auch gut performt gehabt, haben ja das 2 zu 0 ganz spät kassiert. Und deswegen gehen wir auf das Head-to-Head für Wolfsburg zu einer Quote von 1,884. Die Quote gibt es bei Sport Market. Wir finden, dass die Quote auf jeden Fall Value hat. Ich hätte sie vielleicht eher bei 1,7 gesehen. Wolfsburg ist nochmal eigentlich eine Klasse besser als Union, haben auf jeden Fall auch höhere Ansprüche. Und wir denken, dass sich da auf jeden Fall Wolfsburg zwar knapp, aber letztendlich am Ende durchsetzen wird. Und ja. Das zweite Spiel ist auf jeden Fall dann noch Bielefeld gegen Hertha. Hier gehen wir auf den Sieg von Hertha zu einer Quote von 2,0. Zu dem Spiel Bielefeld hält sich zwar ganz gut jetzt noch in der Liga, aber sie haben halt einfach so den schlechtesten Kader. Sie haben eine schlechte Qualität im Kader, kämpfen sich zwar gut durch, aber gegen Ende der Saison wird das, denke ich, nicht für den Klassenerhalt reichen. Auf der anderen Seite steht Hertha. Sie haben jetzt zuletzt 3 zu 0 gegen Schalke gewonnen, haben dort richtig stark performt gehabt. Vor allem Guendouzi hat uns dort richtig gut gefallen. Kunja war zwar nicht so gut, blieb unter seinen Möglichkeiten, aber auch Kunja, finde ich, ist ein talentierter, guter Spieler, der sich dann so Spielen auch gerne mal beweisen kann. Und ja, deswegen finden wir, die Quote hat auf jeden Fall Value. Wir hätten diese auch so bei 1,8 gesehen. Und ja. Ja, das war es auf jeden Fall mit den Analysen gewesen. Eine Kombi gibt es leider nicht. Ich habe nur einen Pick im Auge und das ist Sieg Leverkusen. Ansonsten finde ich nichts Sicheres in Anführungszeichen, beziehungsweise nichts, was mir so ins Auge fallen würde für eine kleine Kombi. Deswegen fällt die diese Woche leider aus. Ich hoffe trotzdem natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Über ein Abo und über Like würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu der Bundesliga-Prognose. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.